Where's Garrett? Hör mal zu und Co. Heute begeben wir uns in die Welt der Detektive und zwar in die Welt der 30er und 40er Jahre, wo großes, spannendes Kino noch die Leute in die Kinos lockte. Wir fangen in dieser Ausgabe an mit einem König der Ermittler. Konfuzius sagt, Charlie Chan ist einfach Kult. Habe ich Vergnügen, mit Mr. Tanevero zu sprechen? Berühmter Seher, wissender Deuter von Zukunft? Sie haben es. Wie anderen Menschen Schatten folgt, folgt Ihnen Ruhm von Hollywood bis Honolulu. Danke. Und Sie sind, Leider kann kleine Maus nicht so großen Schatten werfen wie Elefant. Oh. Klaus Höhne war die deutsche Synchronstimme von Charlie Chan und es gibt keinen besseren. Ich liebe diese Charlie Chan Stimme. Ja, nimm Straßenbahn, fahre weit weg, stelle Nachforschungen an, egal wo. Und merke dir bitte, Belohnung für Dummheit ist Jagd auf neuen Job. Oh, ich verstehe. Ja, und hier sind die Perlen der Filmgeschichte. Charlie Chan, die komplette Kollektion, wunderbar von Koch Media. Bearbeitet digital. Arbeit ist beendet. Wir fahren nach Honolulu gegen Mitternacht. So schnell wie möglich wieder zurück zur Familie. Liebe Gewohnheit. Verbrecher kehrt eben immer wieder zurück zum Tatort. Warner Oland oder Werner Oland, ein schwedischer Schauspieler, hatte so seine Probleme mit dem Trinken. Er erschien in der dritten Staffel von Charlie Chan recht unregelmäßig am Set, entschuldigte sich oft kurzfristig und war dann plötzlich weg. Ganz zum Schluss kam es bei dem letzten Charlie Chan überhaupt nicht mehr zur Veröffentlichung. Die Drehbuchautoren mussten ganz schnell reagieren, weil sie ja die ganzen Stars in dem Film schon engagiert hatten und so wurde dieser Charlie Chan Film zum Mr. Moto Film, aber auf Mr. Moto gehe ich das nächste Mal ein. Warner Oland ging dann in seine Heimat, um seine Mutter in Schweden zu besuchen. Er hatte ein Leben lang Angst, sich eine Lungenentzündung zu holen und genau das passierte in seinem Heimatort. Er bekam eine Lungenentzündung und verstarb dann in Stockholm. Ja, ein begnadeter Künstler, der leider Alkoholiker war. Guten Tag. Sehr erfreut. Nehmen Sie doch Platz, Charlie. Danke. Guten Tag. Sehr erfreut.